Hallo meine lieben Sportweltfreunde, in diesem Video werde ich auflösen, wer die beiden Paysafe Cards gewonnen hat. Ich habe ja zwei Gewinnspiele gehabt. Einmal beim Video WM 2018 Fußballprognose Viertelfinale und einmal auch zum Spiel Frankreich gegen Belgien. Damit wir auch keine Zeit verlieren. Übrigens, mein Name ist David Stritschek, ich bin professioneller Sportwetter. Das sollte ich auf jeden Fall noch mitgeben, denn eventuell guckt ja jemand zu, der mich noch nicht kennt. So, damit wir auch keine Zeit verlieren, ich zeige euch nochmal die zwei Videos. Hier habt ihr auf jeden Fall das erste Video, da habe ich insgesamt 50 Kommentare. Einige waren davon bestimmt von mir, deswegen werden wir gleich schauen, wie viele denn wirklich kommentiert haben, also einzelne Personen. Und zum Halbfinale, beziehungsweise zu der Halbfinalprognose, waren es 34 Kommentare. Also, wie machen wir oder wie gehe ich vor? Ich nehme mir einfach hier diesen wunderbaren Link von dem ersten Video. Gehe dann in den YouTube Random Picker. Füge den hier einfach ein. Filter Duplicates Users ist natürlich gesetzt. Somit können doppelte Kommentare auf jeden Fall nicht oder werden doppelte Kommentare rausgefiltert. So hat dann jeder wirklich die Chance, eine vergleichbare Chance. Ich bin heute auch ein bisschen kaputt. Also auf jeden Fall eine vergleichbare Chance zu gewinnen. Ich glaube, ihr merkt auf jeden Fall, heute ist nicht mein Day. So, also drücken wir 32 User, also Unique Commentators oder wie man das auch nennt, Amount of Unique Commentators. Ja, auf jeden Fall 32 unterschiedliche Menschen. Ich bin auch ein Mensch davon, also 31, die gewinnen können. Wir starten jetzt auf jeden Fall. So, und wer gewinnt das schöne Ding hier? Tom Wenzel. Ich denke, dass Belgien, Kroatien, Frankreich und England ins Halbfinale kommen und England nach Verlängerung und Kroatien nach Elfmeterschießen. Ich glaube, du warst da ziemlich gut. Belgien auf jeden Fall, Kroatien auch, Frankreich auch, England auch. England zwar in der regulären Spielzeit, aber ich denke mal, auf jeden Fall ein sehr verdienter Sieger. Tom Wenzel, melde dich bei mir. Ich werde dir unten in der Videobeschreibung meine Kontaktdaten nennen, einfach eine E-Mail schreiben oder auch direkt kommentieren, wie du magst, und wir werden auf jeden Fall einen Weg finden, wie ich dir diese Paysafe Card in Höhe von 10 Euro übergeben kann. So, gehen wir zu dem nächsten Video über. Halbfinale Belgien gegen Frankreich. So, ne, hier teilen. Hier haben wir den wunderbaren Link. Wir gehen jetzt hier rüber. Also ich muss mir das mal aufschreiben. Tom Wenzel. Okay, alles klar. Ich meine, gut, ich sehe das Video ja gleich sowieso. Da gab es 31 unterschiedliche Commentators. Und wir starten. Und zwar ist der Sieger Nakom. Das ist unglaublich. Das passiert mir das zweite Mal, dass ich der Sieger bin. Das ist echt der größte Mist überhaupt, ne? Also ich gewinne ja sonst kaum was in so Gewinnspielen. Und bei meinem eigenen Gewinnspiel das zweite Mal. Gut, natürlich fange ich nochmal von neu an. Moment. Und so, Start. Na gut. Ich hoffe nicht, dass ich schon wieder rausgepickt werde. Rudi Assauer. Frankreich gewinnt 3:1. Gegen das Spiel wirklich aus? Ach ja. Frankreich gewann mit 1:0, aber auf jeden Fall die Tendenz richtig gemacht, also auch ein würdiger Sieger, gar keine Frage. Auch du, Rudi Assauer, einfach bei mir melden. Ich werde, wie gesagt, in die Videobeschreibung meine Kontaktdaten bzw. meine E-Mail reinhauen. Und ansonsten, wenn ihr mich nicht erreichen könnt, was ja immer mal wieder passieren kann, einfach auch mal in die Kommentare posten. Und ich schaue eigentlich fast täglich bei YouTube vorbei und so werde ich dann bestimmt mitbekommen, dass ihr euch versucht mit mir zu kontaktieren. So, das wäre es dann von mir. Supportet meinen Kanal auf jeden Fall, also drückt ein Abo oder lasst mir ein Abo da. Drückt den Daumen immer, schaut meine Videos und in Zukunft werde ich auf jeden Fall jetzt ein Video wahrscheinlich rausbringen, wo ich so ein paar Themen mit auf den, mit aufs Tableau bringe und dann euch einfach mal fragen werde, welche euch denn wirklich interessieren, denn ich will natürlich im neuen Jahr, also nachdem mein Urlaub quasi vorbei ist, den Kanal so ein bisschen aufräumen. Der ist ja aktuell von einem Amateur, kann man sagen. Ich meine, ich bleibe auch
noch nach meinem Urlaub ein Amateur, aber der ist so ein bisschen, sage ich mal, unaufgeräumt und ich möchte schon hier so ein bisschen Ordnung reinbringen und dann eben auch einen, ja, wie soll man sagen, einen Plan für das nächste Jahr haben, wie ich dann meinen YouTube-Kanal aufbauen möchte und welchen Inhalt ich kreieren möchte. Und da werde ich versuchen, mit euch so ein bisschen auf jeden Fall in Kontakt zu treten und wer Bock hat, kann sich dann eben daran beteiligen und ich werde dann ein paar Themen vorschlagen. Was auf jeden Fall kommen wird, ist natürlich deutlich mehr Sportwettthemen, dann so Bundesliga-Prognosen. Es wird eine Tennis-Challenge geben, denn ich werde versuchen, ja, als Nicht-Tennis-Experte nächstes Jahr, aber dann wirklich erst nächstes Jahr, also 2019, ja, ein komplettes Jahr mal Tennis zu tippen. Natürlich werde ich nicht mit den Einsätzen übertreiben und es wird auch, wie gesagt, nur eine Challenge für mich selber. Ich werde mich mit einigen Profis in diesem Bereich messen. Ich möchte nämlich ja versuchen, einfach mit meinen Kenntnissen und vor allem eben mit Statistiken und so weiter und so fort ja, zu schauen, wie gut ich dann wirklich abschneiden würde. Das könnte auf jeden Fall eine sehr interessante Sache sein, auch für euch einfach mal zu gucken, wie jemand, der zwar ein gewisses Vorwissen allgemein zum Sportwetten hat, aber von dem Sport selber keine Ahnung hat, mit diesem Vorwissen eben versucht, sich Wettmodelle zu erstellen und dann eben gegen andere Profis antritt, wird, glaube ich, auf jeden Fall eine ganz lustige Sache und ja, gucken wir dann einfach mal. Gut, das wäre es jetzt von mir, ich quatsche sonst einfach zu viel. Das nächste Video von mir wird auf jeden Fall wieder eine Prognose zu den beiden Spielen, die jetzt noch folgen. Und zwar das Spiel um Platz 3, wo Belgien gegen England spielt. Das Duell gab es ja schon mal. Und dann eben zum Spiel Kroatien gegen Frankreich, also Finale bei der Weltmeisterschaft. Danach werde ich mir eine kurze Auszeit nehmen, auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal kurz darüber nachdenken, wie ich diesen Kanal aufbauen möchte, was für ja, Themenschwerpunkte ich setzen werde. Ich werde auf jeden Fall auch versuchen, mal irgendwann in der nächsten Zeit meine ordentliche Kamera zu holen und wenn nicht, dann zumindest einen ordentlichen Ton, sodass ich auch als Person mal öfter mit euch reden kann, quasi so, dass ihr mich sehen könnt, wenn ich dann ja meinen Senf zu gewissen Themen von mir gebe. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein bisschen persönlicher und macht dann auch mehr Spaß zum Zuschauen. So ist es zumindest bei mir, wenn ich anderen YouTubern zuschaue. Aber ich denke, alles mit der Zeit. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, kommentiert eventuell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bin für heute raus. Mach's gut. Ciao, ciao. Do svedanja, meine Freunde.